Hey Leute, Martin hier. Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ja, es wird Zeit, den Waldtempel in Angriff zu nehmen und das werden wir jetzt auch tun. Und sobald wir den Waldtempel betreten, hören wir diese gute Musik, aber nicht für lange, denn wir haben ja einige Wolfos. Nicht weiter schwer. Ey, ich wollte mein Schwert ziehen. Naja, egal. Einfach warten, bis sie ihre Schwachseite freigeben. Hä? Was so? Warum? Warum sind die... Ist er jetzt nicht mit einem Schlag gestorben? Normalerweise kriegt man die doch mit einem Schlag tot, so wie den hier. Okay, ja, wir betreten also diesen kleinen Vorraum. Und euer Instinkt sagt natürlich, direkt durch die Tür gehen. Aber vielleicht sollte man zuerst sich diese Ranken hier an der Seite anschauen. Denn man kann an ihnen hochklettern. Und ihr seht dort oben auch eine goldene Skulptur sitzen. Aber das ist nicht alles, weswegen wir hier hochklettern. Und wir hören diese schöne Musik. Ich kenne Leute, denen geht diese Musik gehörig auf den Nerven. Zum Beispiel Alex, der kann die überhaupt nicht abhaben. Aber mir gefällt sie. Auf jeden Fall. Mir gefällt sie sehr gut. Sie passt auf jeden Fall zur Stimmung des Waldtempels. Das macht den Waldtempel ziemlich schön. Es hört sich schön antik an und der Tempel hat auch so ein antikes Flair, also das passt schon ganz gut dazu. Okay, wir klettern hier hoch, öffnen diese kleine Truhe und finden einen kleinen Schlüssel. Ja, die Tempel sind ein bisschen herausfordernder als die ersten drei Dungeons als Kind, denn jetzt kommt noch das Spiel mit den kleinen Schlüsseln dazu. Und ja, um durch den Tempel zu kommen, müssen wir natürlich alle Schlüssel finden, die versteckt sind. Mal erstmal die Skulptur hier aus dem Weg räumen. Ja, der Enterhaken, der Fanghaken ist sehr praktisch, was das angeht, denn man kann Skulpturas auch einfach so von vorne platt machen. Und wir betreten diese zentrale Halle mit einem Aufzug und vier bunten Flammen. Aber diese vier bunten Flammen entpuppen sich als... Ja, entpuppen sich nicht als Geister, die werden von Geistern mitgenommen und der Aufzug verschwindet im Boden. Das Ziel dieses Tempels dürfte also klar sein. Wir müssen die vier Flammen wiederbringen, damit wir den Aufzug benutzen können. Ist ziemlich leicht rauszufinden. Und wir haben zwar noch keine Karte, aber der Raum deutet schon an, dass das ein bisschen verwirrend werden kann. Wir haben fünf Gänge, in die wir gehen können. Und so viele Möglichkeiten sind natürlich immer ein bisschen überfordernd für manche Leute. Als erstes haben wir hier aber eine Skulptur an der Wand. Die nehmen wir natürlich mit und können dann durch diese Tür treten. Und was haben wir hier? Eine blaue Knochenfratze. Ja. Schwebt so mitten im Weg, aber kein großes Problem. Einfach betäuben mit dem Enterhaken. Ich sag immer Enterhaken, Fanghaken. Enterhaken ist in anderen Spielen. Und wir betreten den Raum und haben hier neue Gegner. Und das sind Stalfos-Ritter. So, was ich mache gerne, ist nah rangehen und Stechattacken machen. Das funktioniert gerade nicht besonders gut. So, jetzt haben wir in einem schönen System gehabt. Immer nah rangehen und stechen, dann sind sie eigentlich nicht gut, aber was Verteidigung angeht. Aber sie springen auch gerne mal überein und machen diese Taktik schnell zunichte. Aber einfach nah rangehen und auch mal ein oder zwei Schläge einstecken, dann ist das schon kein Problem. Und jawohl, wir stehen auf der Truhe drauf. Super. Oder? Tun wir das? Ich sehe gerade nichts. Ah ne, okay. Es ist ja auch nur eine kleine Truhe, aber eine wichtige kleine Truhe. Denn hier befindet sich ein kleiner Schlüssel. Damit haben wir schon zwei. Und wir können diesen Raum abhaken, denn mehr gibt es hier nicht. Das heißt, eine Sackgasse in diesem großen fünf Gänge-Raum ist schon mal abgehakt. Und das gefällt mir ganz gut. Das heißt, es sind nur noch vier Gänge übrig.
Einen davon können wir sowieso nicht betreten. Das ist der da oben, weil da kommen wir gar nicht hin. Da ist ein Augenschalter, den können wir auch nicht betätigen. Also bleiben eigentlich nur die beiden. Und wir nehmen mal zuerst den mit diesem Block hier, den wir mit der Hymne der Zeit aus dem Weg räumen können. Und dahinter erscheint eine Tür. Also gehen wir mal durch. Und warum es so viel ruckelt, weiß ich auch nicht. Und wir sind hier in diesem Raum, der ein bisschen... Ja, vermuten lässt, dass wir wieder draußen wären. Wenn wir nach oben gucken, sehen wir, das stimmt auch. Wir sind in einem Außenareal des Tempels. Haben hier so eine Säulenkonstruktion und hast du nicht gesehen. Aber unser Weg geht hierhin, zu dieser Wand. Wir haben einige Skulltulas an der Wand. Keine goldene, sondern nur normale. Und die hier können wir leicht ausschalten, die ersten beiden. Allerdings die dritte da oben. Ups. Nein, nicht. Ah, das war klar. Die dritte. Ja, ja, ich weiß, dass das eine Skull... Na endlich. Die dritte Skulltula, an die kommen wir nicht heran mit unserem Haken. Also müssen wir ganz vorsichtig an ihr vorbei klettern, denn ich habe es noch nicht demonstriert und ich will es auch nicht so gerne demonstrieren. Wenn eine Skulltula euch sieht, während ihr an ihr vorbeiklettert, dann läuft sie blau an und sprintet auf euch zu und schmeißt euch hinunter und ja, ihr müsst wieder von vorne anfangen mit dem Klettern. Kann also sehr nervig sein. Und hier haben wir... Ach, komm schon. Eine weitere Knochenkratze, die sich diesmal auf euch stürzt und nicht nur in der Luft, mitten in der Luft schwebt. Aber besiegt sie und es erscheint eine große Truhe. Und guck mal, das finde ich komisch. Hier, die müsste eigentlich so stehen, dass man sie von der Seite aufmachen kann. Aber nein, ihr müsst um sie rumlaufen und sie kann man nur von dieser Seite öffnen. Und wir erhalten die Karte. Und da ist es doch mal ein Blick wert. Also schauen wir drauf. Und wir sehen, der Tempel ist eigentlich gar nicht so komplex, wie es vielleicht scheint. Da ist der große Raum mit den 5 Gängen. Aber alles spiegelt sich irgendwie auf der anderen Seite wieder. Und das sind die beiden Etagen. Also insofern nicht ganz so schlimm, wie man vielleicht am Anfang annimmt. Jetzt wäre ich fast wieder da rausgegangen, wo ich reingekommen wäre. Aber wir müssen hier durch. Und es bleibt mal wieder hängen. Ich hasse diese kleinen Ruckler, aber... Was kommt vor? Sehr gut. Da ist eine Skulltula. Könnt ihr besiegen. Und man kann sich hier an die Ranken hangeln. Oder man kann dieses Ding hier benutzen. Das ist ein Fanghaken. Punkt. Und dann drücken wir diesen Schalter. Und das lässt das Wasser im Brunnen ab. So. Ihr seht also, wir sind oben in die, im entgegengesetzten Raum. Also wir sind im anderen Raum. Und das war nicht meine Absicht hier. Aber okay. Na komm. Auch hier sind Octoroks, die euch auf die Nerven gehen. Aber ja. So, jetzt kommt es ein bisschen schwieriger. Wir wollen zu dieser Truhe da. Und wenn ihr euch falsch an sie dranhangelt, dann fallt ihr gerne mal runter. Hier ist nichts Wichtiges drin, außer ein Herz, aber ich kann das Herz ganz gut gebrauchen. Okay, das, was wir aber wirklich haben wollen, ist diese Skulltula hier. Okay, alles klar. Und jetzt gehen wir in den Brunnen. Wir haben das Wasser ja nicht ohne Grund abgelassen. Da gibt es bestimmt irgendwas, was wir uns holen können. Na komm. Fall runter, jawohl. Und roll gegen die Wand, ja. Dass Link noch keine Gehirnerschütterung bekommen hat, das wundert mich echt, aber gut. Oh, hier sind zwei Herzen platziert, die kann ich ganz gut gebrauchen. Ich habe viele dumme Treffer einstecken müssen. Aber ihr seht, wenn wir hier hinkommen, ist eine weitere kleine Truhe. Und wir erhalten einen weiteren kleinen Schlüssel. Also haben wir jetzt drei. Das sollte doch erstmal reichen, oder?
klettern wir also die Ranken hoch und sind, vielleicht erkennt ihr den Raum gleich wieder, wenn ich euch das Charakteristische in diesem Raum zeige. Das, was wir uns vorher gemerkt haben, nämlich diese Säulen da. Ja, wir sind wieder einmal im Kreis gelaufen und ja, diese Dekorana kommt nicht an mich ran. Also gehen wir zurück und betreten jetzt erneut den Raum mit den 5 Gängen und gehen diesmal den einzigen Gang, den wir noch nicht gegangen sind, das heißt nicht ganz, aber den einzigen, den wir im Moment gehen können. Und das ist der hier, unsere erste verschlossene Tür. So, wieder mal eine Skulptur, die einfach so im Weg hängt. Kein großes Hindernis. Gibt es vielleicht ein paar Herzen? Das wäre cool. Nein, nichts? Okay. Schade, aber na gut. Okay, wo führt uns das hin? Ah ja, die Räume, ehrlich. Die Räume können verwirrend sein, aber wenn man sich ein bisschen hier zurechtfindet, dann ist das auch gar nicht mal so schlimm. Man muss sich nur ein bisschen gut umschauen. Es gibt verschiedene Ebenen hier in diesen Räumen. Und wir sehen auch, ja, auf diesem Boden, das wollte ich gerade erklären, sind Pfeile aufgemalt. Wir sind ja nicht blind, Navi, ne? Und wir sehen hier diesen großen Block, den können wir ziehen. Und ich denke, dass was die Pfeile bedeuten, dürfte jedem von uns klar sein. Wir müssen den Block so hinschieben, wie die Pfeile es uns anzeigen. So. Und hier seht ihr eine Leiter, die ignorieren wir jetzt mal, aber die wird zum späteren Zeitpunkt noch sehr wichtig. Die wird oft übersehen. Warum bin ich jetzt hier runtergesprungen? Das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich außen rumrennen. Jetzt verschwende ich hier wertvolle Zeit, weil ich einen dummen kleinen Fehler gemacht habe. Aber, naja, wir kommen trotzdem wieder hier hoch. Obwohl, nee, das war sogar richtig. Nee, das war falsch. Es war von Anfang an falsch, dass ich diesen Weg gegangen bin. Wir müssen nämlich diesen Block erstmal bis ganz zum Ende durchschieben. Und noch ein. Und jetzt haben wir ihn ganz zum Ende durchgeschoben. Jetzt müssen wir hier rumgehen und dann rechts rum. Und dann können wir diesen Block ein paar Stücke weiterschieben, bis wir ihn schließlich nach unten befördern. Und jetzt wollen wir diese Leiter hier benutzen, die eine sehr schöne Textur hat, finde ich. Und wir gehen hier rechts rum. Und hier ist ein weiterer Block. Und was wir mit Blöcken machen, sollte euch spätestens seit dem letzten Block gerade eben klar sein. Wir schieben und schieben und schieben, bis es nicht mehr geht. Und dann wissen wir aber anscheinend nicht mehr weiter. Hier ist ein Augenschalter. Wir wissen immer noch nicht, was wir mit dem machen können. Aber wir wollen jetzt wieder hier runter. Und wir benutzen jetzt den ersten Block, den wir hier reingeschoben haben, als Treppe sozusagen. Und klettern hier hoch. Und dann sollten wir hier rauskommen, wo wir den Block gerade rausgeschoben haben. Und wenn wir den geradeaus weiterschieben, dann bildet auch dieser Block eine Treppe für uns. 3 und 1. Diese Blöcke schiebt man meistens in 6er Abschnitten, aber das waren jetzt nur 4. Und damit erreichen wir die oberste Ebene. Das heißt noch nicht ganz, wir müssen noch eine Leiter erklimmen, aber dann erreichen wir die oberste Ebene und können unseren Weg fortsetzen. Das kann ein bisschen verwirrend sein, wenn man sich hier nicht auskennt, wo man die Blöcke hinschieben muss und so. Aber es ist nicht immer so schlimm. So, wir räumen einfach mal diese Knochenfratzen aus dem Weg. So, komm her. Ach, komm noch her. Okay. Boah, die regen mich auf, wenn sie... Die regen mich auf, wenn sie so rumhüpfen. Ganz ehrlich?
Vielleicht wäre es besser, mit den kleinen Kollegen hier zu arbeiten. Dann ist es vielleicht nicht ganz so nervig. Okay, wir haben hier einen weiteren Augenschalter. Wir sehen ganz viele Augenschalter. Und wir betreten diesen Raum. Oh, dieser Raum ist völlig verdreht, dieser Korridor. Und ich finde das irgendwie richtig genial. Verwirrend, aber ziemlich genial. Und jetzt betreten wir diesen Raum und Navi sagt, achte auf die Schatten der Kreaturen, die an der Decke hängen. Und hier kommen einige meiner absoluten Hassgegner. Wir wollen erstmal runterfallen und ein bisschen im Kreis rennen. Denn wir wollen diesen Gegner auf jeden Fall aus dem Weg räumen. Das hier, meine Damen und Herren, ist ein Deckengrabscher. Wenn er euch erwischt, dann bringt er euch an den Anfang des Dungeons zurück. Und das wollt ihr nicht. Die lassen meistens eine Menge Rubine fallen, wenn ihr sie tötet. Also, es lohnt sich. Und wir sehen eine komisch gefärbte Truhe dort an der Wand. Hier befindet sich eine Schatzkiste. Ja, ich sehe es. Und der dritte Schlüssel, den wir haben, öffnet uns diese Tür. Und wir sind in einem Gang, der ganz schön bemoost ist, mit so ein paar Bildern. Und wir sehen auf diesem Bild einen Geist. Huch, das Bild ist verschwunden. Jetzt ist er da und verschwindet auch. Was das zu bedeuten hat, das werden wir später erfahren. Erstmal betreten wir diesen Raum hier. Und wir wir sind in einem weiteren Kampf mit einem Stylefrost, der es irgendwie schafft, über dieses Loch zu laufen. Na komm, geh kaputt. Jawohl. Haben wir ihn erledigt, fährt der Boden runter und es erscheinen zwei weitere. Und die sind, glaube ich, die von der unfairen Sorte, denn ihr habt hier so eine Art Zeitlimit. Sobald ihr einen besiegt habt, müsst ihr den anderen so schnell wie möglich ausschalten, denn der andere wird sich wiederbeleben. So, deswegen... So, jetzt ganz schnell sich um den anderen kümmern. Ihr seht, dass er nicht verschwindet, sondern dass seine Einzelteile da liegen bleiben. Wenn ihr nicht schnell genug euch um seinen Kollegen kümmert, dann kommt er wieder zurück. Aber in dem Fall habe ich es geschafft und kann mir meine Belohnung abholen. Ah. So. Und unsere Belohnung finden wir in Form des Feenbogens. Endlich eine Projektilwaffe für unseren erwachsenen Link. Ja, super. Das Dungeon-Item ist der Bogen. Die meisten wissen es natürlich, aber... Ja, interessant. So, also rüsten wir den Bogen gleich mal aus. Aber testen werden wir ihn erst im nächsten Part. Im nächsten Part geht es also weiter im Waldtempel. Bis dahin macht es auf jeden Fall gut und haut rein.